willkommen zurück bei Trails in the Sky. Wir haben im letzten Part all unsere Quests abgeschlossen, bis auf eine. Und zwar müssen wir beim Festival helfen. Wir wissen noch gar nicht, wie viel Bezahlung wir dafür überhaupt kriegen. Aber ich schätze mal, das bleibt uns nichts anderes übrig. Aber wir haben alles geschafft und ganz am Ende des Tages kommt das Festival. So wie es von Anfang an geplant war. Das heißt, wir gehen jetzt zum allerersten Mal zur Genesis Royal Academy. Vista Forest Eddy? Was? Hier ist noch ein... Ach, hier ist sogar tatsächlich noch ein Wald, ja, okay. Und tatsächlich sind die Monster auch nicht mehr in der Lage, mich zu sehen. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Kaum Angriff, Jungs und Mädels. Da müssen wir uns hier noch unseren Weg wohl durchkämpfen. Ich hätte gedacht, die ist relativ in der Nähe, aber gut. Das ist jetzt wahrscheinlich auch kein allzu weiter Weg. Was sind denn das für Gegner hier? So eine kreisenden Käfer? What the fuck? Sehr anfällig gegen alle möglichen Arts. Let's move out. Definitiv sind wir den normalen Gegnern hier schon sehr gut gewachsen. Bossgegner sind halt immer noch ziemlich hart, aber die normalen Gegner, die gehen eigentlich voll klar. Ja, wir müssen auch nicht gegen jeden Gegner kämpfen, logischerweise. Hä? Abzweigung? Und das, wo, und eine Abzweigung, bei der nicht beschrieben wird, wo sie hingeht? Ah, okay, ich verstehe. Weil es eigentlich vollkommen irrelevant ist, wo man lang geht. Okay, scheint, als wären wir da. Wow, das ist also die Royale Akademie. Ich mag es hier zu sein. Es wirkt alles sehr nett und relaxed. Die perfekte Umgebung, um zu studieren, nehme ich an. Ha, nun, momentan ist jeder in seiner Klasse. Es wird noch relativ laut werden, wenn ihr jetzt einfach noch ein bisschen hier wartet. Wir haben bald das Festival. Ah, also schätze ich mal, sind die Leute noch damit beschäftigt, sich vorzubereiten. Korrekt. Ich möchte euch den Präsidenten des Schülerrats, ich nenne es jetzt einfach mal Schülerrat, vorstellen, aber sie ist noch in ihrer Klasse. Also werde ich euch zuerst ins Büro bringen. Warum dahin? Um Dean Collins zu treffen. Er kümmert sich um die ganze Akademie. Sein Büro ist im ersten Stockwerk im Main Building auf der rechten Seite. Okay. Dann sollten wir jetzt wohl Dean treffen gehen. So, Probleme damit, Student Council zu übersetzen, weil ich gar nicht weiß, ob es wirklich Schülerrat heißt. Aber es ist auf jeden Fall sowas wie ein Schülerrat, von daher kann ich es, denke ich mal, einfach Schülerrat nennen. Natural Sciences Classroom, okay. Hä? Erster Stock, rechte Seite, oder ist das hier unten? Ist das hier unten ist doch Erdgeschoss, richtig? Nee, okay, dann ist das hier doch der erste Stock. Ich bin zurück, Dean Collins. Ah, hallo Chloe. Und wer seid ihr? Es ist nett, euch zu treffen, Dean. Wir sind hier von der Bracer-Gilde. Aber ihr seid so jung, sehr beeindruckend, wirklich. Seid ihr... Vielleicht eventuell wegen dem Feuer bei dem Waisenhaus hier? Ja, tatsächlich. Chloe hat Dean Collins die gesamte Situation mit dem Feuer erklärt. Ich verstehe, das ist schrecklich. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um zu helfen. Nun, als erstes sollte man die Kinder wieder aufmuntern. Vielleicht könnte ich da anfangen. Ja, Sir. In diesem Fall werde ich mit Estelle und Joshua an dem Stück arbeiten. Ich denke, das ist eine gute Idee.
Estelle und Joshua, ich wünsche euch beiden das Beste. Macht, was ihr könnt. Ja, Sir. Das Beste, zum Besten, was wir machen können, ja. Ich werde den Präsidenten des Schülerrats die Sache mit den Kindern überlassen. Ihr Name ist Jill. Sie kann euch viel mehr erzählen, als ich es jemals könnte. Ich werde mal schauen, ob ich euch hier ein paar Räume zur Verfügung stellen kann. Räume? Nun, das Campus-Festival ist fast da. Ich schätze mal, dass ihr jetzt jeden Tag für mehrere Stunden üben werden müsst. Und wenn das der Fall ist, dann müsst ihr doch einen Platz zum Schlafen haben, nicht wahr? Oh, okay. Das würden wir wirklich sehr zu schätzen wissen. Ah, sieht so aus, als wären die Stunden für heute vorbei. Warum geht ihr nicht und stellt euch den Präsidenten vor? Ja, Sir. Wir sollten zum Schülerratsraum gehen. Es ist im zweiten Stockwerk auf der rechten Seite im Main-Gebäude vom Clubhaus. Okay, also entweder ist das jetzt da drüben, das Clubhaus. Hier ist es, stimmt, wir waren ja hier schon, also das ist es ja bestimmt nicht. Ja, genau, Clubhaus. Hi, Mikey. Dieses Campus-Festival vorzubereiten ist so schwer. Lass einfach die Leute, die es freiwillig machen wollen, daran arbeiten. Er hat gar keinen Bock darauf. Ich merke gerade, dass der Aufbau der Akademie sehr, sehr, sehr ähnlich ist von dem in Trails of Cold Steel. Ich will wieder nicht zu viel spoilern. Ich will jetzt einfach nur feststellen, dass es wirklich verdammt ähnlich ist. Aber das überrascht mich auch nicht wirklich. So viel zu tun. Die Budgets für diese ganzen Vorbereitungen sind einmal übergeschaut worden. Es sollte keine Probleme geben, die Einladungen zu versenden. Nun ist alles, was noch bevorsteht, das Stück. Wenn wir nicht irgendjemanden finden können für die letzten beiden Rollen, dann müssen wir sie wohl selber füllen. Oh nein, du wirst auf gar keinen Fall in diesem Stück mitspielen. Der Horror, den ich mit ansehen musste, als du das erste Mal diese Kostüme ausprobiert hast und mich gejagt hast, wird mich für den Rest... Ach nee, als du das erste Mal die Kostüme ausprobiert hast, wird mich für den Rest meines Lebens jagen. Erinnere mich nicht. So etwas will ich nie wieder in meinem Leben tragen. Ich bin back, Jill. Hallo, Hans. Chloe? Ich habe was vom Feuer gehört. Das muss schrecklich gewesen sein. Wo ist die Matrone und die Kinder? Ach nee, geht's denen gut? Ja, es geht ihnen gut. Vorübergehend. Das Waisenhaus wurde allerdings komplett niedergebrannt. Ich verstehe. Nun, wir werden versuchen, dich wieder aufzumuntern. Zu schmollen wird uns jetzt nirgendwo hinbringen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, dafür zu sorgen, dass das Stück etwas wird, was die Kinder genießen können. Ja, Matron Therese hat das Gleiche zu uns gesagt. Also werden wir unser Bestes geben. Mit deiner Hilfe bin ich mir sicher, dass alles in Ordnung sein wird. Daran zu denken, dass ich vor ein paar Minuten noch total Stress geschoben habe. Wer sind deine Freunde? Nett, euch zu treffen. Mein Name ist Estelle. Ich bin Joshua. Es ist eine Ehre, es ist eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Also müsst ihr die sein, von denen Chloe gesprochen habt. Haha, ich habe euch gesagt, ich bringe sie her. Sie werden auch helfen. Oh, das ist gut zu hören. Ich bin so froh, euch zu treffen. Ich bin Jill Ridenor. Ich bin der Schülerratspräsident. Ich werde der Direktor in dem Stück sein. Beziehungsweise der Regisseur wahrscheinlich, ne? Und ich bin Vizepräsident Hans. Es ist nett, euch beide zu treffen. Ebenfalls. Auch nett. Wisst ihr? Was? Wenn wir Bracers hier haben, könnten wir vielleicht Stunts mit einbauen. Seid ihr irgendwie gut mit einem Schwert, Estelle? Nun ja. Mein Vater hat mich immer schon mit dem Stab trainiert, aber ich bin zumindest nicht hoffnungslos mit dem Schwert. Okay, dann ist es festgeschlossen. Du wirst einen richtig dicken Schwertkampf mit Chloe haben. Wow, ein Schwertkampf? Sie meint natürlich nur ein Stück.
Im Höhepunkt dieses Stücks wird es ein Duell zwischen zwei Rittern geben. Es ist eine sehr wichtige Szene, perfekt für den finalen Akt. Wir haben keine Mädchen hier, die in der Lage sind, ein Schwert zu führen. Zumindest nicht so sehr, dass sie mit Chloe mithalten können. Und schon gar nicht, es so aussehen lassen zu können, als wären sie gut darin. Sie hat jeden Jungen hier beim Fechten geschlagen und den ersten Platz eingenommen. Das überrascht mich gar nicht. Sie macht es ja wirklich ziemlich krass. Oh, wow. Sie hat sogar Hans im finalen Match besiegt. Danke, dass du mich erinnerst, Jill. Es ist nicht so, dass ich nicht gut bin. Es ist einfach nur so, dass Chloe viel besser ist als ich. Ich bin immer noch nur ein Amateur. Ich denke nicht, dass ich mit jemandem Professionellen wie Estelle mithalten kann. Und schon wieder mit dieser Bescheidenheit. Aber hey, wenn du meine Hilfe brauchst, dann bin ich euer Mädchen. Das können wir schaffen, Chloe. Ich denke auch, danke. Haha, wisst ihr? Ein Duell zwischen zwei weiblichen Rittern wird auf jeden Fall speziell. Weibliche Ritter? Sie spielen zwei männliche Ritter. Hä? Aber jetzt haben wir keine Rolle mehr für Joshua. Oh Mann, was sollen wir nur tun? Er hat es verdient, eine wichtige Rolle zu spielen. Ja, eine wichtige Rolle. Ich denke, wir haben genau das Richtige für ihn. Was ist das für eine Art Stück? Es nennt sich Madrigal, weiß ich nicht, was das heißt, vom White Magnolia, keine Ahnung. Es ist eine bekannte Geschichte, welche in einer Zeit spielt, in der es nur Adlige und das normale Volk gibt. Eine Prinzessin ist geboren, sowohl aus königlichem Blut der royalen Familie und von einem normalen Bürger. Obwohl sie in verschiedenen sozialen Klassen leben, sind die drei schon immer Freunde gewesen. Ach so, sie ist nicht geboren, sondern sie hat immer Freunde. Sie hat Freunde sowohl im Adel als auch im normalen Volk gehabt. Und die drei waren schon seit ihrer Kindheit beste Freunde. Wie du dir sicher vorstellen kannst, führt das sehr schnell zu Komplikationen zwischen den Adligen und dem normalen Volk. Und es gibt ein großartiges Happy End am Schluss. Hey, das hört sich spaßig an. Also dann, warum spielen die Mädchen dann die Jungsrollen? Ja, es ist einfach etwas, was die Produktion wesentlich interessanter macht. Jungs zu Mädchen und Mädchen zu Jungs zu machen. Wirklich? Wow, und die Lehrer sind damit einverstanden? Beendet sexuelle Diskrimination. Diskriminierung, Digga. Diskrimination, es ist wirklich nicht einfach, Leute. Versucht ihr mal, das live alles zu übersetzen. Da kommt man manchmal wirklich durcheinander mit den englischen und deutschen Wörtern. Sucht euch eure Rollen selber aus. Wenn man es so rumpackt, dann fanden die Lehrer diese Idee sogar richtig gut. Ich persönlich habe einfach nur gedacht, dass die Leute da einen Kick draus kriegen würden. Jill, du bist einfach unmöglich. Ja, ich schätze mal, sie sollte den Titel Geniales Genie haben. Nee, nicht Geniales Genie, Böses Genie. Haha, da bin ich voll dabei. Hey, warte mal eine Sekunde. Von dem, was du gerade sagst, dann ist diese wichtige Rolle, von der ihr wollt, dass ich sie spiele, mit Sicherheit die Prinzessin, oder? Ja, du tust uns hier wirklich einen riesen Gefallen. Danke, dass du uns solch netten Leuten vorgestellt hast, Chloe. Tut mir leid, Joshua. Das sollte dir auch leid tun. Also, das sind unsere Kostüme. Wow, das sieht echt fresh aus. Ich dachte halt, dass wir Ritter spielen bedeutet, dass wir richtig viel Rüstung haben. Nun, Rüstung und Helm wird nicht so gut funktionieren, weil wir wollen, dass die Leute sehen, wie ihr schauspielert. Deswegen habe ich das Ganze so arrangiert, dass ihr mehr ausseht, als wärt ihr Wächter, als wärt ihr royale Wächter. Oder royale Wachen. Oh, ich verstehe. Es ist perfekt für Chloe. Sie ist zierlich. Haha, danke. Nee, sie ist hübsch. Ja. Danke vielmals. Ich finde auch, dass es dir sehr gut steht. Haha, wirklich? Sag mal, warum sind wir eigentlich in unterschiedlichen Farben angezogen? Weil ich den Azure Knight Oscar spiele. Du spielst den Ruby Knight Julius. Wow, okay.
Azure Knight ist auch eine Anspielung auf Cold Steel. Was du nicht alles für Anspielungen auf Cold Steel hier hast. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass die so krass miteinander zusammenhängen. Wirklich nicht. Also da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, weil alles, was ich da jetzt zu sagen würde, würde auf jeden Fall die Story von Cold Steel spoilern. Aber Azure Knight sagt mir auch wieder was. Nur Julius nicht. Also der andere Knight. Es sorgt dafür, dass das Stück ein bisschen farbenfroher wirkt. Ah, okay. Also was ist mit Joshua? Das Objekt eurer Begierde ist die faire Prinzessin Cecilia. Komm schon, Prinzessin, hier lang. Warte, ich bin noch nicht bereit. Nicht schlecht. Wenn ihr etwas sagen wollt, sagt es. Lasst mich nicht im Ungewissen. Nun, wie soll ich das sagen? Ich denke, es sieht perfekt aus. Ich bin schockiert. Du siehst wunderhübsch aus. Definitiv. Nun, wenn ich nicht wüsste, was da unten wirklich wäre, dann würde ich noch einen Blick auf dich erhaschen. Und danke, dass du so ehrlich bist darüber, aber das schmeichelt mir jetzt nicht so sehr. Haha, das ist genauso, wie ich es gehofft hatte. Ich denke, jeder würde sich bei dem Stück amüsieren. Kommt schon alle. Lasst uns das einmal durchspielen. Okay. Wuhu. Oh, Joshua, das tut mir wirklich so krass leid. Danach haben Estelle und Joshua jeweils in ihrem Raum geschlafen. Okay, Estelle, bitte benutze dieses Bett. Danke. Aber das bedeutet, dass Jill und du im gleichen Raum sind. Ihr beide müsst euch nahestehen. Haha, ja. Schon seit wir hier angefangen haben. Wie heißt denn da das deutsche Wort für Roommate? Ja, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und als Mitbewohner ist es halt. Sind wir quasi unzertrennlich. Achso, übrigens, ich habe einen Vorschlag für dich. Was? Möchtest du einer meiner besten Freunde werden? Tatsächlich werden wir zusammenarbeiten. Das ist nicht schlimm für dich, oder? Haha, nein, natürlich nicht. Dadurch benachteiligst du mich hoffentlich nicht. Wir sind ein beste Freunde-Trio, richtig? Ja, natürlich sind wir das. Meine neuen besten Freunde Jill und Chloe. Wundervoll. Sieht so aus, als wären das nur wir Mädchen hier. Das wird spaßig. Wir müssen uns keine Gedanken machen, dass die Jungs hier spannen. Du sagst das ja so dreckig. Ah, du bist so unschuldig. Wie eine kleine Lampe. Oder wie ein kleines... Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Lampe hieß. Oder wie ein kleines Baby sozusagen. Oh, das ist nur gemein. Nur dafür werde ich dir jetzt nichts Süßes backen. Oh, das tut mir dann leid. Es tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe. Mama Cell Chloe. Nope, versuch's nochmal. Hm? Was ist los, Estelle? Warum starrst du so? Haha, es ist nicht schlimm. Ich habe einfach nur ein kleines grünes Monster auf meiner Schulter? Was meinst du? Ich hab ein paar Freunde in Roland. Aber alles, was wir höchstens jemals gemacht haben, war bei ihnen zu übernachten. Ich denke, es muss toll sein, jemanden zu haben, der dir so wichtig ist, der auch noch unterm gleichen Dach lebt, zusammen mit dir. Was denkst du, Chloe? Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht wirklich, was dich eifersüchtig machen soll, Estelle. Hä? Ich stimme zu. Ich möchte jetzt fast schon fragen, wie du auf so eine Idee kommst, sowas zu sagen. Warum würdest du sowas sagen? Oh, komm schon. Du hast doch einen Partner, mit dem du reist, oder? Und dazu noch einer, der sehr gut aussieht. Mit dem du auch, ich weiß nicht, unter demselben Dach gelebt hast, nicht wahr? Redet ihr über Joshua? Das ist jetzt vielleicht eine etwas seltsame Frage. Du hast einen heißen Jungen die ganze Zeit mit dir herumgetragen und du bist eifersüchtig, weil wir hier alle Mädchen unter einem Dach leben? Ich spiele die kleinste Violine der Welt für dich. Das zeigt mir, was wärt ihr denn schon? Joshua ist mehr wie ein Bruder für mich. Oh, Brother Zoned. Ich meine, sie sind nicht wirklich Geschwister, aber, ne.
man kann schon verstehen, dass Estelle das die ganze Zeit über so sieht, weil er basically in die Familie adoptiert wurde. Dass wir zusammenleben, ist mehr wie so ein Familiending. Oh, ein Familiending, ja? Ich frage mich, ob Joshua genauso fühlt. Was? Ich denke nicht, dass ein Junge seines Alters dieser Aussage zustimmen würde. Es muss schwer für ihn sein, immer mit so einem hübschen Mädchen rumzureisen. Das reicht, Jill. Es tut mir leid, Estelle. Jill hat diese schlechte Angewohnheit, immer auf Leuten rumzuhacken. Wenn wir schon anfangen, über schlechte Angewohnheiten zu reden. Möchtest du etwas sagen? Nee, ist schon in Ordnung. Komm schon, verarscht mich nicht so. Und wirklich, Joshua? Ich meine, komm schon, definitiv nicht. Jemand versucht hier eine Idee zu verwerfen. Jill. Ups, ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich jetzt meinen täglichen Report abgeben muss, bevor ich ins Bett gehe. Also, gute Nacht, Ladies. Schlaft gut. Ich schwöre. Oh, richtig. Estelle? Wenn du möchtest, kann ich dir eine von meinen Pyjamas ausleihen. Estelle? Hä? Was? Oh, richtig, Pyjamas. Super, das hört sich großartig an. Da habt ihr Estelle jetzt aber auf eine Idee gebracht. Und damit hat Estelles und Joshuas Leben bei einer Royalen Akademie einen Anfang gefunden. Ihr ungewöhnliches Leben. Sie geht vom einen Bett zum anderen und immer wenn sie wieder weg ist, schläft der jeweils andere wieder ein. Das könnte ich auch wirklich sein. Am Morgen würden sie aufwachen und zur Schule gehen, wie alle anderen Studenten. Ernsthaft? Wir machen richtig das Schulleben da jetzt mit? Das hätte ich gar nicht gedacht. Und Estelle weiß wieder die Antwort nicht. Und Joshua weiß sie wieder, nicht wahr? 100 Pro. Ja. Du kannst es an ein paar einfachen Symbolen sofort erkennen, was da passiert. Über den ganzen Morgen verteilt besuchen sie verschiedenste Unterrichtsstunden mit verschiedensten anderen Mitschülern. Als der Tag weiterging, haben sie ihr Mittag genossen und dabei Konversationen geführt, die meistens sich darum drehten, wie Joshua in High Heels aussah. Und haben für das Stück geübt, nicht wahr? Und nach der Schule übten sie ihr Stück bis spät in die Nacht. Jeder hatte so viel Spaß, dass die Zeit wie im Flug verging. Und der Tag, bevor das Festival kam. Mein Freund, ich wusste, dass das nicht zu verhindern war. Vielleicht wollte das Schicksal, dass wir uns immer auf diese Weise wieder treffen werden. Spreche, auf dass wir beide unseren Fluch loswerden. Und wenn du es sonst nicht tun würdest, tu es für unsere geliebte Prinzessin. Wir würden uns einen Pfad durch das Schicksal mit unseren eigenen Händen erkämpfen. Aber in diesem Moment scheinen meine Worte und ihr Lächeln verloren. Hat Angst dein Herz ergriffen, Oscar? Aber was ist das für eine Leidenschaft, die mich so plötzlich, die so plötzlich durch meinen Körper reißt? Obwohl ich dich nicht noch einmal bekämpfen möchte, es sieht so aus, als hätte ich nicht wirklich eine andere Wahl. Vor diesem Ansturm, im Namen der Revolution, sollten wir beide unser Schwert erheben und das Schicksal entscheiden lassen. Ja, und möge die Göttin über unsere Geister wachen. So wie sie wir- und so sehen, wie sie wirklich ihr sind.
Komm schon, lass es uns zu Ende bringen. In der Tat. Wuhu! Ich hab's endlich durch die Szene geschafft, ohne Fehler zu machen. Haha, eine höchst überzeugende Performance war das. Aber ich bin immer noch längst nicht so gut wie du. Ich glaube nicht, dass du eine einzige Zeile falsch gesagt hast. Nun, ich kenne das Skript schon ziemlich lange. Ich denke, ich habe es genauso schnell gelernt wie du auch. Ich finde es wirklich super, dass du dir die Zeit nimmst und das immer und immer wieder wiederholst. Das ist wirklich kein großes Problem gewesen. Du hast mich die ganze Zeit über da durchgeführt. Ich denke, du würdest ein großartiger Bracer sein. Ha, du schmeichelst mir. Endlich morgen werden wir das wirklich aufführen. Ich hoffe, Matron Therese und die Kinder werden es... Jetzt überlege ich gerade tatsächlich was. Werden es genießen. Ich frage mich, ob ich mir jetzt die Sätze hier, die wir gesagt haben, hätte irgendwo aufschreiben oder ob ich mir die merken soll. Und morgen beim Theater... es kann natürlich sein, dass ich dann Estelle quasi spiele und wenn ich Zeilen falsch sage, ich dann mich blamiere und vielleicht auch dann weniger Mira als Belohnung für die Quest kriege. I don't know. Sie bedeuten dir wirklich viel, oder? Sie sind wie deine Familie. Tut mir leid, habe ich was Falsches gesagt? Nein, du hast recht. Sie sind die, die mir den wirklichen Wert einer Familie beigebracht haben. Dann schätze ich mal, dass ihre wahre Familie das nicht getan hat. Oh, ja, okay. Und das ist der Grund, warum. Beide meine Eltern starben kurz nachdem ich geboren wurde. Was? Sie haben mich zu einem fernen Bekannten gebracht, der sich um mich gekümmert hat. Ich wollte niemals irgendwas. Ich habe niemals nach irgendwas verlangt, aber ich hatte nie so wirklich eine Ahnung, wie es ist, eine richtige Familie zu haben. Vor 10 Jahren habe ich die Matronen getroffen. Vor 10 Jahren? War das in der Zeit des 100-tägigen Krieges? Ja, das war, als ich nach Ruan gekommen bin. Jeder, den ich kannte, hat sich über das ganze Land verteilt, um den Truppen des Imperiums zu entkommen. Matron Theresa und ihr Mann Josef haben mich bei sich aufgenommen und haben sich um mich gekümmert. Wow. Und nachdem der Krieg vorbei war, haben wir mehrere Monate gewartet, dass sich meine Verwandten nochmal melden. Sie und Josef waren so nett zu mir. Das war das erste Mal, dass ich es wirklich verstanden habe. Wie es sein muss, eine Mutter und einen Vater zu haben. Und wie es sein muss, eine Familie zu haben, mit der man zusammen aufwächst. Chloe, es tut mir leid. Ich schweife ab. Du musst schon zu Tränen gelangweilt sein. Nein, wirklich nicht. Lass uns morgen wirklich allen zeigen, wie es gemacht wird. Richtig. Ich habe mir vorher etwas Sorgen gemacht, aber jetzt bin ich wirklich sehr aufgeregt. Jill und Hans haben wirklich hart dran gearbeitet, nicht wahr? Ja, haben sie wirklich. Aber ich glaube, Joshua war wirklich die allergrößte Hilfe. Ich hätte nicht erwartet, dass er so ein guter Schauspieler ist. Ja. Er hat am Anfang so desinteressiert gewirkt. Aber auf jeden Fall spielt er die Rolle einer verzogenen Prinzessin sehr gut. Er hat die Rolle auf jeden Fall super gespielt. Ich habe schon professionelle Schauspieler gesehen, die schlechtere Performances abgeliefert haben. Hat er irgendwelche Erfahrungen im Theater? Ich weiß nicht wirklich viel über sein Leben, bevor ich ihn getroffen habe. Was auch immer davor passiert ist, ist etwas, worüber er nie reden wollte. Oh. Ich bin mir sehr sicher, dass er in der Zeit nicht auf dem Theaterstück war, weil das hätte man durch... Das ist ja etwas, was er dann hätte sagen können, oder? Also, ich denke nicht. Aber man weiß es natürlich nie genau. Es tut mir leid, ich wollte nicht dich so ausfragen. Ist schon in Ordnung. Er war schon immer so der Typ, der in so ziemlich allem gut war, was er versucht hat. Er ist immer so ruhig und mit den Gedanken beisammen. Manchmal wird ihm etwas peinlich, aber dann ist er tatsächlich ziemlich süß. Was? Vielleicht sollten unsere Rollen getauscht sein. Hä? Julius und Oscar.
Ich glaube irgendwie, dass du lieber Oscar gewesen wärst. Wie kommst du darauf? Nun, ich meine, Julius ist der Sohn eines Adligen und ich bin sicher, dass ich nicht wirklich viel über sowas weiß. Das meine ich nicht. Es geht mehr ums, naja, das Ende. Oh, du meinst, wie Oscar die Prinzessin bekommt? Richtig. Nun, es ist nur Joshua. Und hey, würdest du mir sagen, du würdest Joshua nicht gerne küssen? Sei nicht albern. Das wirkt aber doch irgendwie alles recht riskant. Komm schon, du hast dich schon so an... Ach nee, es wirkt alles sehr verdächtig, wie Estelle sich verhält. Ich glaube, Chloe ist langsam auch auf diesem Trip. Komm schon, du hörst dich ja so an wie Jill. Außerdem sieht Joshua mich nur wie eine kleine Schwester. Tut er? Er hat mich schon immer wie ein kleines Kind behandelt. Speziell als mein Vater, wenn mein Vater dabei war. Es macht mich fertig. Nun, es geht auf jeden Fall nichts in diese Richtung bei uns beiden ab. Okay. Ach, da seid ihr ja. Joshua? Hans? Die Trainingszeit ist vorüber und ihr seid immer noch am Üben. Ihr seid sehr motiviert. Seid ihr bereit für die große Duellszene? Überlass es einfach uns. Es wird perfekt sein. Wirklich? Ich freue mich schon drauf, es zu sehen. Naja, was macht ihr beiden hier? Habt ihr nach uns geschaut? Ja, heute ist der letzte Tag, bei dem ihr beide bei uns in den Räumen, also in den Dorms, ich sag dazu jetzt auch, glaube ich, einfach mal Dorms, also es sind halt so Räume für Schüler, wo ihr in den Dorms bleibt, richtig? Ich denke, wir könnten ein großes Armbrotessen haben, alle zusammen, um uns ein bisschen zu motivieren. Vielleicht? Ja, lass es uns tun. Ich denke, das hört sich nach einer großartigen Idee an. Ach übrigens, war Jill nicht bei euch? Sie wurde von Dean vor einiger Zeit zu ihm bestellt. Ich werde später nach ihr sehen. Ich komme mit dir. Ihr könnt schon mal in die Cafeteria gehen. Okay. Lass uns in die Cafeteria gehen. Wie du wünschst, Boss. Nenn mich nicht so. Er ist der Vizepräsident und nennt Joshua schon Boss. Sieht so aus, als wären sie wirklich... Als würden die beiden sich wirklich gut verstehen. Manchmal ärgert es mich... Oder manchmal macht es mir Sorgen, dass er Leute nicht wirklich nah an sich ranlässt. Was? Oh, es ist nichts. Okay, dann. Lass uns umziehen. Es wäre ein bisschen peinlich, wenn wir draußen so rumlaufen würden. Da muss ich zustimmen. Das sollte es tun. Möchtest du dich mit Jill treffen? Okay, dann lass uns in Deans Büro gehen. Okay, war ein guter Part. Viel passiert. Und wie es weitergeht und ob wir das Stück erfolgreich aufführen können, das werden wir im nächsten Part sehen, Leute. Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und tschö.